Eine jener großen Versammlungen wurde auch zu meiner Zeit abgehalten, und zwar etwa 3 Monate vor meiner Abreise. Mein Herr nahm als Vertreter unseres Gebietes daran teil. In dieser Versammlung wurde die alte Debatte wieder aufgenommen, die in der Tat die einzige ist, die je in diesem Lande geführt wurde. Mein Herr gab mir nach seiner Rückkehr einen sehr ausführlichen Bericht darüber. Die Frage betraf die Vertilgung der Yahus von der Erde. Einer von denen, die die Vertilgung bejahten, führte mehrere gewichtige Gründe für seine Meinung an. Er behauptete, so wie die Yahus die schmutzigsten, schädlichsten und hässlichsten Tiere seien, die die Natur jemals hervorgebracht habe, so seien sie auch die störrischsten, ungelehrigsten, heimtückischsten und boshaftesten. Im Geheimen sögen sie Milch aus den Eutern der Kühe, die den Winnems gehörten, töteten und fräßen deren Katzen, zertreten Hafer und Gras, wenn man nicht ein genaues Auge auf sie habe, und begingen 1000 andere Ausschweifungen. Der Redner führte alsdann eine allgemeine Überlieferung an, dass es nicht immer Yahus in ihrem Land gegeben habe. Vor langer Zeit seien 2 dieser Tiere auf einem Berg erschienen. Ob sie durch die Hitze der Sonne aus faulendem Morast und Schlamm oder aus Schlick und dem Schaum des Meeres entstanden seien, bleibe ungewiss. Diese Yahus hätten eine Nachkommenschaft gezeugt, die bald so zahlreich geworden sei, dass sie das ganze Land überschwemmt und verseucht hätten. Die Winnems hätten, um das Übel loszuwerden, eine allgemeine Jagd angestellt und zuletzt die ganze Herde eingeschlossen. Die Älteren seien getötet worden, aber 2 Junge habe jeder Winnem in einem Stall behalten und sie so weit gezähmt, wie es bei einem von Natur so wilden Tier überhaupt möglich sei, und sie als Zug- und Lasttiere verwendet. An dieser Überlieferung scheine viel Wahres zu sein, denn jene Geschöpfe konnten nicht die Ilnyamshi, die Ureinwohner des Landes sein, weil ihnen die Winnems, wie alle anderen Tiere, einen so heftigen Hass entgegenbrächten, und obwohl ihr schlechter Charakter ihn zur Genüge verdiente, hätte er doch nie einen solchen Grad erreichen können, wenn sie Ureinwohner gewesen wären, oder sie wären längst ausgerottet worden. Die Einwohner hätten bald eine besondere Vorliebe für den Gebrauch der Yahus gefasst und dadurch unklugerweise die Zucht der Esel vernachlässigt, die hübsche, weit ordentlichere und zahmere, leicht zu haltende Tiere seien, die keinen unangenehmen Geruch hätten. Sie seien auch stark genug zur Arbeit, obgleich sie den Yahus an Behendigkeit nachstünden. Und sei auch ihr Geschrei nicht gerade angenehm, so müsse man es doch dem furchtbaren Geheul der Yahus vorziehen. Mehrere andere sprachen sich im gleichen Sinne aus. Darauf machte mein Herr der Versammlung einen Vorschlag, zu dem ich ihm die Anregung gegeben hatte. Er bestätigte die Richtigkeit der Tradition, die das ehrenwerte Mitglied, das soeben gesprochen, angeführt habe, und versicherte, die beiden Yahus, die man zuerst im Land erblickt habe, müssten übers Meer hierher gekommen und von ihren Gefährten verlassen worden sein. Sie hätten sich in die Berge zurückgezogen, seien dort allmählich entartet und wilder geworden, als es die Wesen ihrer eigenen Gattung in dem Land, aus dem diese beiden ersten Exemplare gekommen, je gewesen seien. Den Grund zu dieser Behauptung sehe er in der Tatsache, dass er jetzt einen wunderbaren Yahoo besitze. Damit war ich gemeint, von dem die meisten der Anwesenden wohl schon gehört und viele ihn auch gesehen hätten. Und dann erzählte er, wie er mich gefunden habe. Mein Körper sei mit einer künstlichen Zusammensetzung aus Häuten und Haaren anderer Tiere bedeckt, ich spräche meine eigene Sprache und hätte die der Winnems völlig erlernt. Ich hätte ihm die Begebenheiten erzählt, die mich hierher gebracht, er habe mich auch ohne Bedeckung gesehen. Ich sei dann in jedem Körperteil völlig ein Yahoo, jedoch von weißer Farbe, sei weniger behaart und besitze kürzere Krallen. Weiter fügte er hinzu, hätte ich mich bemüht, ihn zu überzeugen, dass die Yahus in meinem Vaterland und in anderen Ländern die regierenden und vernünftigen Tiere seien und die Winnems zu ihrem Dienst gebrauchten. Ich hätte alle Eigenschaften eines Yahus, nur seien sie durch einen Anflug von Vernunft ein wenig verfeinert. Diese sei jedoch geringer als die Vernunft der Winnems, und zwar in demselben Grad, wie die Vernunft der Yahus seines Landes geringer sei als die meine. Unter anderem hätte ich ihm von einer Sitte meines Landes berichtet, wonach die Winnems in ihrer Jugend verschnitten würden, um sie zahmer zu machen, und diese Operation sei leicht und ungefährlich. Auch sei es keine Schande, von Tieren zu lernen. Den Fleiß lerne man von der Ameise, die Baukunst von der Schwalbe,
So übersetze ich das Wort Lian, obgleich dieser Vogel weit größer ist als eine Schwalbe. Diese Erfindung lasse sich vielleicht auch bei den jüngeren Yahoos anwenden, wodurch sie nicht nur lenkbarer und für die Arbeit tauglicher würden, sondern auch dem Fortbestand ihrer Art in einer einzigen Generation ein Ende gesetzt werde, ohne dass man Leben vernichte. Zugleich aber müssten die Winnems die Zucht der Esel fördern, die in jeder Hinsicht wertvollere Tiere seien und den Vorteil gewährten, dass man sie schon im 5. Jahr gebrauchen könne, während das bei den Yahoos erst im 12. möglich sei. Das war alles, was mir mein Herr über den Vorgang in der Ratsversammlung damals sagen wollte. Er hatte die Güte, einen Punkt zu verhehlen, der sich auf mich bezog und dessen unheilvolle Wirkung ich bald zu spüren bekam, wie der Leser am gehörigen Ort erfahren wird und wovon ich alle meine späteren Unglücksfälle herleite. Die Winnems kennen keine Schrift und deshalb beruht ihr ganzes Wissen auf Tradition. Da sich jedoch bei einem so einigen und von Natur so sehr zur Tugend geneigten Volk, das ausschließlich durch die Vernunft regiert wird und keinen Verkehr mit anderen Völkern hat, nur wenige Ereignisse zutragen können, so wird der historische Teil des Wissens sehr leicht vom Gedächtnis bewahrt. Ich habe schon bemerkt, dass die Winnems keinen Krankheiten ausgesetzt sind und deshalb keine Ärzte brauchen. Sie haben jedoch ausgezeichnete Arzneimittel, die aus Kräutern bestehen, um gelegentliche Schrammen und Schnitte am Fußgelenk, die durch scharfe Steine bewirkt werden, sowie andere Verletzungen und Verstümmelungen an den verschiedenen Körperteilen zu heilen. Das Jahr berechnen sie nach den Umdrehungen des Mondes und der Sonne, gebrauchen jedoch keine Unterteilungen in Wochen. Sie sind mit den Bewegungen dieser beiden lichtgebenden Körper genau vertraut und auch mit der Ursache ihrer Verfinsterungen. Hierauf beschränken sich aber ihre Kenntnisse in der Astronomie. Man muss zugeben, dass sie in der Poesie alle anderen Sterblichen übertreffen. Die Richtigkeit ihrer Gleichnisse sowie die Vollständigkeit und Genauigkeit ihrer Beschreibungen sind wirklich unübertrefflich. Ihre Verse sind außerordentlich reich an diesen beiden Eigenschaften und sie enthalten gewöhnlich erhabene Schilderungen von Freundschaft und Wohlwollen, oder sie besingen den Ruhm der Sieger beim Wettrennen oder bei anderen körperlichen Übungen. Ihre Gebäude, obgleich sehr roh und einfach, sind nicht unbequem und sehr gut eingerichtet, um vor jeder schädlichen Einwirkung der Kälte und Hitze zu schützen. Sie besitzen einen Baum, dessen Wurzeln sich lösen, sobald er 40 Jahre alt ist, und so fällt er beim ersten Sturm um. Er wächst ganz gerade in die Höhe und man spitzt ihn mit einem scharfen Stein, denn der Gebrauch des Eisens ist bei den Winnems unbekannt, wie einen Pfahl zu. Die so gebildeten Balken werden in einer Entfernung von 10 Fuß nebeneinander in die Erde gesteckt und mit Haferstroh oder bisweilen mit Weidenruten verflochten. Dach und Tür werden in derselben Art gebildet. Die Winnems gebrauchen den hohlen Teil ihres Vorderfußes zwischen dem Huf und dem Fußgelenk in der gleichen Weise wie wir unsere Hände, und zwar mit größerer Geschicklichkeit, als ich zuerst glauben konnte. Ich habe gesehen, wie eine weiße Stute aus unserer Familie mit diesem Gelenk eine Nadel einfädelte, die ich ihr zu dem Zweck geliehen hatte. Auf die gleiche Weise melken sie ihre Kühe, ernten ihren Hafer und verrichten jede Arbeit, die Hände erfordert. Sie haben ferner eine Art Feuerstein, den sie durch Schleifen an anderen Steinen zu Werkzeugen bilden, die als Keile, Äxte und Hämmer dienen. Mit Werkzeugen aus diesen Feuersteinen schneiden sie auch das Heu und den Hafer ab, der wild auf ihren Feldern wächst. Alsdann ziehen Yahoos die Gaben auf Wagen nach Hause, wo sie von den Dienern in dazu geeigneten verdeckten Hütten ausgestampft werden, bis alles Korn gewonnen ist, das dann in Vorratshäusern aufbewahrt wird. Sie verfertigen auch eine Art roher, hölzerner und irdener Gefäße, die sie in der Sonne brennen. Wenn die Winnems Unfällen entgehen, so sterben sie nur an Altersschwäche und werden an den dunkelsten Orten, die man finden kann, begraben, wobei Freunde und Verwandte weder Kummer noch Freude zeigen. Auch offenbart die sterbende Person nicht den geringsten Schmerz, dass sie die Welt verlassen muss, so wenig, als kehre sie von einem Besuch bei Nachbarn nach Hause. Ich erinnere mich, einst hatte mein Herr mit einem Freund und dessen Familie die Verabredung getroffen, in seinem Haus eine wichtige Angelegenheit zu besprechen. An dem festgesetzten Tag kam die Gemahlin desselben mit ihren 2 Kindern jedoch sehr spät.
Sie brachte zwei Entschuldigungen vor. Die erste betraf ihren Mann, der, wie sie sagte, diesen Morgen gerade Lenuwin wäre. Das Wort ist sehr ausdrucksvoll in ihrer Sprache, lässt sich aber nicht leicht ins Englische übersetzen. Es bedeutet etwa, sich zu seiner ersten Mutter zurückziehen. Die zweite Entschuldigung für ihr zu spät kommen betraf sie selbst. Als ihr Mann spät am Morgen gestorben sei, habe sie sich mit ihren Bedienten beraten, an welchem geeigneten Platz der Leichnam begraben werden könne. Ich bemerkte, dass sie sich so heiter in unserem Haus benahm wie alle anderen. Sie starb ungefähr 3 Monate später. Die Wynnums leben gewöhnlich 70 oder 75, selten 80 Jahre. Einige Wochen vor ihrem Tod fühlen sie eine allmähliche Abnahme ihrer Kräfte, jedoch ohne Schmerz zu empfinden. Während dieser Zeit werden sie häufig von ihren Freunden besucht, weil sie nicht mehr mit der gewöhnlichen Leichtigkeit und Zufriedenheit ausgehen können. 10 Tage vor ihrem Tod, dessen Zeitpunkt sie mit ziemlicher Sicherheit vorhersagen können, erwidern sie die Besuche der nächsten Nachbarn, indem sie von Yahoos in einem bequemen, schlittenähnlichen Gefährt gezogen werden. Dieses Fuhrwerk gebrauchen sie nicht allein bei dieser Gelegenheit, sondern überhaupt, wenn sie alt werden, oder auf großen Reisen, oder wenn sie durch einen Unfall gelähmt sind. Die sterbenden Wynnums, die diesen Besuch abstatten, nehmen feierlich Abschied von ihren Freunden, als ob sie sich in einen entfernten Teil des Landes begeben, wo sie die letzte Zeit ihres Lebens zubringen wollten. Ich weiß nicht, ob es der Mühe wert ist, hier noch zu bemerken, dass es kein Wort in ihrer Sprache für den Begriff böse gibt, mit Ausnahme einiger Ausdrücke, die von der Entartung oder den schlechten Eigenschaften der Yahoos abgeleitet sind. So bezeichnen sie die Dummheit eines Bedienten, die Unart eines Kindes, einen Stein, der ihren Fuß ritzt, anhaltendes schlechtes oder unzeitgemäßes Wetter und ähnliche Dinge durch Hinzufügen des Beiwortes Yahoo. Zum Beispiel Hmm, Yahoo, Winnerholm, Yahoo, Ilmund, Wilma, Yahoo. Ein schlecht gebautes Haus heißt Inholm, Rolf, Yahoo. Ich würde mit großem Vergnügen die Sitten und Tugenden dieses ausgezeichneten Volkes noch ausführlicher darlegen, da ich jedoch die Absicht habe, in kurzer Zeit ein besonderes Buch über diesen Gegenstand herauszugeben, verweise ich den Leser darauf. Mittlerweile will ich hier mein eigenes trauriges Verhängnis erzählen. Ich hatte meinen kleinen Haushalt durchaus nach meiner Zufriedenheit eingerichtet. Mein Herr hatte befohlen, mir nach der Landessitte eine Hütte zu bauen, etwa 6 Ellen vom Haus entfernt. Die Seiten und den Fußboden bedeckte ich mit Lehm und selbst verfertigten Binsenmatten. Ich hatte Hanf geschlagen, der dort wild wächst, und mir daraus eine Art Drell gemacht. Diesen füllte ich mit den Federn verschiedener Vögel, die ich in Schlingen aus Yahoo-Haar fing und die mir eine treffliche Nahrung boten. Mit meinem Messer hatte ich 2 Stühle verfertigt, wobei mir der Rotfuchs mit dem gröberen und mühseligeren Teil der Arbeit half. Als meine Kleider zerrissen waren, machte ich mir neue aus den Häuten von Kaninchen und denen eines anderen sehr schönen Tieres der gleichen Größe, das Nuno heißt und dessen Fell mit dem zartesten Flaum bedeckt ist. Daraus machte ich mir auch ganz leidliche Strümpfe. Meine Schuhe besohlte ich mit Holz, das ich von Bäumen geschnitten und zugerichtet hatte, so dass es an das Oberleder passte. Als auch dieses abgenutzt war, ersetzte ich es durch Yahoo-Häute, die ich in der Sonne trocknete. Oft nahm ich Honig aus hohlen Bäumen, vermischte ihn mit Wasser oder aß ihn zu meinem Brot. Niemand hat je die Wahrheit der beiden Grundsätze, die Natur ist leicht zufriedengestellt und die Not ist die Mutter aller Erfindung, überzeugender erfahren können. Ich fühlte mich völlig gesund und meine Seele war von tiefster Ruhe erfüllt. Ich härmte mich weder über die Verräterei oder die Unbeständigkeit eines Freundes, noch über die Beleidigungen eines offenen oder geheimen Feindes. Ich hatte keinen Anlass zum Bestechen, Heucheln oder Kuppeln, um mir die Gunst eines mächtigen Mannes oder seines Günstlings zu verschaffen. Ich brauchte keinen Schutz gegen Betrug oder Unterdrückung. Es gab hier weder Ärzte, die meinen Leib, noch Juristen, die mein Vermögen ruinierten, keine Spione, die meine Worte und Handlungen belauerten, niemand, der für Geld Anklagen gegen mich schmiedete.
Hier gab es keine Spötter, Nörgler, Verleumder, Taschendiebe, Straßenräuber, Einbrecher, Advokaten, Kupplerinnen, Narren, Spieler, Politiker, Witzbolde, Hypochonder, keine langweiligen Schwätzer, Zänker, Notzüchter, Mörder, Räuber, Kunstfanatiker, keine Parteiführer und Parteigänger, keine Menschen, die durch Verführung oder Beispiel zum Laster reizten, keine Gefängnisse, Beile, Galgen, Prügelpfosten oder Schandpfähle, keine betrügerischen Ladenbesitzer oder Handwerker, keinen Stolz, keine Eitelkeit oder Ziererei, keine Stutzer, Zuhälter, Trunkenbolde, herumlungernde Huren oder Syphilis, keine zänkischen, ungetreuen und kostspieligen Gattinnen, keine dummen und stolzen Pedanten, keine zudringlichen, herrschsüchtigen, zänkischen, unruhigen, schreienden, dummen, eingebildeten, fluchenden Freunde, keine Lumpen, die wegen ihrer Laster aus dem Staub gehoben werden, keinen Adel, der wegen seiner Tugenden in den Staub hinabgestoßen wird, keine Lords, Fiedler, Richter und Tanzmeister. Ich hatte die Ehre, mehreren Willems vorgestellt zu werden, die meinen Herrn besuchten oder bei ihm speisten. Seine Gnaden erteilte mir alsdann gütigst die Erlaubnis, im Zimmer zu bleiben und die Unterredung anzuhören. Sowohl mein Herr als auch seine Gäste ließen sich oft herab, mir Fragen vorzulegen und meine Antworten anzuhören. Bisweilen wurde mir auch erlaubt, meinen Herrn bei seinen Besuchen zu begleiten. Ich nahm mir nie heraus, etwas zu sagen, wenn ich nicht gefragt wurde. Die Erwiderung gab ich jedoch stets mit innerem Bedauern, da ich dadurch viel Zeit verlor, in der ich mich hätte weiter vervollkommnen können. Die Stellung eines demütigen Zuhörers aber gefiel mir außerordentlich in diesen Gesprächen, in denen nur Nützliches behandelt und in bezeichnenden und kurzen Worten ausgedrückt wurde. Wie ich schon gesagt habe, wurde der größte Anstand dabei beobachtet, ohne die geringste Spur von Förmlichkeit. Kein Wynnum sprach, ohne dass es ihm selbst und der Gesellschaft Vergnügen machte. Unterbrechungen, Langeweile, Heftigkeit oder Meinungsverschiedenheiten gab es nicht. Die Wynnums hegen den Glauben, bei Unterhaltungen werde das Gespräch durch ein kurzes Schweigen sehr verbessert. Ich fand, dass sich das wirklich so verhält, denn während jener kleinen Unterbrechungen des Gespräches entstanden neue Ideen, die ihre Unterhaltung sehr belebten. Ihre Gespräche betreffen gewöhnlich Freundschaft und Wohlwollen, Ordnung und Sparsamkeit, bisweilen auch die sichtbaren Wirkungen der Natur oder alte Traditionen, die Grenzen und Ziele der Tugend, die unfehlbaren Regeln der Vernunft oder Beschlüsse, die man auf der nächsten großen Versammlung fassen sollte, und oft die verschiedenen vortrefflichen Eigenschaften der Poesie. Ohne Eitelkeit darf ich behaupten, dass auch meine Gegenwart ihnen öfter Stoff zur Unterhaltung bot, da sie meinem Herrn Gelegenheit gab, seine Freunde in meine Geschichte und die meines Vaterlandes einzuweihen. Hierbei hatten sie alle die Güte, sich in keiner schmeichelhaften Weise über das Menschengeschlecht auszusprechen. Deshalb will ich nicht wiederholen, was die Wynnums sagten. Der Leser wird mir jedoch die Bemerkung erlauben, dass zu meinem großen Erstaunen mein Herr das Wesen der Yahoos weit besser kannte als ich selbst. Er sprach über alle unsere Laster und Torheiten und entdeckte viele, die ich nie erwähnt hatte, und zwar lediglich, indem er sich vorstellte, wozu die Yahoos seines Landes, wenn sie eine Spur von Vernunft besäßen, fähig sein mochten, und daraus schloss er mit nur zu viel Wahrscheinlichkeit, wie elend und gemein ein solches Geschöpf sein müsse. Ich gestehe offen, dass all das geringe Wissen von einigem Wert, das ich besitze, den Lehren meines Herrn und den Unterhaltungen zwischen ihm und seinen Freunden, die ich mit anhörte, entstammt. Und ich würde noch heute stolzer sein, ihnen lauschen zu dürfen, als der weisesten und größten Versammlung Europas zu diktieren. Ich bewunderte die Kraft, Schönheit und Schnelligkeit der Einwohner dieses Landes, und eine solche Vereinigung von Tugenden bei so liebenswürdigen Personen flößte mir die höchste Achtung ein. Zwar fühlte ich zuerst nicht jene natürliche Ehrfurcht, die die Yahoos und alle Tiere den Wynnums entgegenbrachten, allmählich aber ergriff sie auch mich, und schneller als ich gedacht hatte, und sie war mit einer respektvollen Liebe und Dankbarkeit vermischt, weil sie sich herabließen, mich von den anderen Tieren meiner Gattung zu unterscheiden. Dachte ich an meine Familie, meine Freunde, Landsleute und an die Menschen im Allgemeinen, so betrachtete ich sie als das, was sie wirklich waren, als Yahoos in Form und Charakter,
obgleich vielleicht etwas zivilisierter und mit der Gabe der Rede versehen, die jedoch von ihrer Vernunft keinen anderen Gebrauch machten, als jene Laster zu vervollkommnen und zu vermehren, von denen ihre Brüder im Land der Winnems nur den von der Natur ihnen zugewiesenen Teil besitzen. Wenn ich zufällig in einem See oder in einer Quelle das Spiegelbild meiner eigenen Gestalt sah, so wandte ich mich voll Schauder vor mir selbst ab. Ja, ich konnte sogar den Anblick eines gewöhnlichen Yahoos besser ertragen als den meiner eigenen Person. Durch den ständigen Umgang mit den Winnems und durch das Entzücken, mit dem ich sie betrachtete, begann ich allmählich ihren Gang und ihre Bewegungen nachzuahmen, was mir so zur Gewohnheit geworden ist, dass meine Freunde mir in derber Art zu verstehen geben, ich trabe wie ein Gaul, was ich jedoch für ein großes Kompliment halte. Auch will ich nicht leugnen, dass ich beim Sprechen geneigt bin, Tonfall und Ausdrucksweise der Winnems anzunehmen und dass ich nicht im geringsten gekränkt bin, wenn man mich deswegen verspottet. Mitten in diesem Glück und als ich schon wähnte, ich würde mein ganzes Leben lang im Land bleiben können, ließ mich mein Herr eines Tages früher als gewöhnlich rufen. Ich merkte an seinem Gesicht, dass er in einiger Verlegenheit war und nicht wusste, wie er mir das, was er sagen wollte, eröffnen sollte. Nach einem kurzen Schweigen sagte er mir, er wisse nicht, wie ich das, was er mir zu sagen habe, aufnehmen werde. Bei der letzten großen Versammlung hätten die Vertreter des Landes, als die Angelegenheit der Yahoos besprochen wurde, daran Anstoß genommen, dass er ein Wesen dieser Gattung in seiner Familie halte, und zwar eher wie einen Winnem als wie ein unvernünftiges Tier. Dass er sich ferner häufig mit mir unterhalte, als könnte ihm ein Vorteil oder Vergnügen aus meiner Gesellschaft erwachsen. Ein solches Verfahren sei mit der Natur und der Vernunft unvereinbar, und man habe noch nie von Ähnlichem gehört. Die Versammlung ermahne ihn deshalb, mich entweder wie die übrigen meines Geschlechtes zu behandeln oder mir zu befehlen, dorthin zurückzuschwimmen, woher ich gekommen sei. Der erste Vorschlag sei jedoch sogleich von allen Winnems, die mich je in seinem oder ihrem Haus gesehen hätten, verworfen worden, denn sie hätten angeführt, da ich einige Elemente der Vernunft besäße, die zu der natürlichen Verderbtheit dieser Tiere noch hinzukomme, so sei zu fürchten, dass ich sie in die waldigen und gebirgigen Teile des Landes locken und alsdann des Nachts in Haufen herunterführen würde, um das Vieh der Winnems zu zerstören. Die Yahoos seien ja von Natur Raubtiere und der Arbeit abgeneigt. Mein Herr fügte hinzu, er werde alle Tage von den Winnems der Nachbarschaft dringend aufgefordert, den Beschluss der Versammlung auszuführen, und er könne das jetzt nicht länger aufschieben. Er glaube wohl, dass es mir unmöglich sei, in ein anderes Land zu schwimmen. Er wünsche deshalb, dass ich mir eine Art Fahrzeug herstelle, ähnlich jenem, das ich ihm bereits beschrieben hätte und das mich auf dem Meere tragen könne. Bei dieser Arbeit würde mir von seinen Bedienten und von denen aller Nachbarn geholfen werden. Er fügte am Schluss noch hinzu, er für seinen Teil hätte mich gern während meines ganzen Lebens in seinem Dienst behalten. Er habe gefunden, dass ich mich von mancher schlechten Gewohnheit und Neigung befreit hätte, indem ich mich bemühte, soweit es meine untergeordnete Natur erlaube, die Winnems nachzuahmen. Ich müsste hier für den Leser anmerken, dass ein Dekret der Allgemeinen Versammlung in diesem Land durch das Wort Hinloein ausgedrückt wird, was Ermahnung bedeutet, soweit ich es übersetzen kann. Die Winnems haben nämlich keine Vorstellung davon, wie ein vernünftiges Geschöpf gezwungen werden könne. Man kann ihm nur raten oder es ermahnen, denn der Vernunft kann niemand zuwiderhandeln, ohne seinen Anspruch, ein vernünftiges Wesen zu sein, aufzugeben. Die Rede meines Herrn erfüllte mich mit äußerstem Gram und Kummer, und da es mir unmöglich war, den Schmerz, den ich litt, zu ertragen, fiel ich ohnmächtig zu seinen Füßen nieder. Als ich meine Besinnung wieder erlangt hatte, sagte er mir, er habe geglaubt, ich sei tot. Die Winnems sind nämlich solchen Schwächen nicht unterworfen. Ich erwiderte mit leiser Stimme, der Tod wäre ein allzu großes Glück für mich gewesen. Ich könne zwar die Ermahnung der Versammlung und das dringende Verlangen seiner Freunde nicht tadeln, ich glaubte jedoch, meinem schwachen und verdorbenen Verstand gemäß, auch eine geringere Strenge hätte der Vernunft nicht widersprochen. Ich könne keine Meile weit schwimmen und das nächste Land sei ungefähr 100 Meilen entfernt. Eine Menge Materialien, die zur Verfertigung eines Fahrzeuges notwendig seien, fehlten in diesem Land. Ich würde jedoch aus Gehorsam und Dankbarkeit gegen seine Gnaden den Versuch machen,
obgleich ich die Ausführung für unmöglich hielte, so dass ich mich schon jetzt als verloren betrachte. Die sichere Aussicht auf einen unnatürlichen Tod sei jedoch das geringste meiner Übel, denn angenommen, ich würde durch irgendein seltsames Abenteuer dem Tod entgehen, so könnte ich doch unmöglich mit Gelassenheit daran denken, mein Leben wieder bei den Yahoos zu verbringen und in meine alte Verderbtheit zurückzusinken, da mir die Beispiele fehlten, die mich auf die Pfade der Tugend führen und dort halten könnten. Ich wisse sehr wohl, dass die Beschlüsse der weisen Winnems zu richtig begründet seien, als dass ich, ein erbärmlicher Yahoo, sie erschüttern könne. Ich sagte ihm deshalb meinen demütigen Dank für die mir angebotene Hilfe seiner Diener beim Bau eines Schiffes, bat um die erforderliche Zeit für ein so schwieriges Werk und versprach mich zu bemühen, mein elendes Leben zu erhalten. Würde ich jemals nach England zurückkehren, so hegte ich einige Hoffnung, meinem Geschlecht dadurch nützlich zu werden, dass ich den Ruhm der berühmten Winnems verkünden und ihre Tugenden dem Menschengeschlecht zur Nachahmung empfehlen würde. Mein Herr gab mir in wenigen Worten eine sehr gnädige Antwort. Er gewährte mir die Zeit von 2 Monaten, um mein Boot zu vollenden, und befahl dem Rotfuchs, meinem Kameraden im Dienst, so darf ich ihn jetzt, da ich so weit von ihm entfernt bin, wohl nennen, meine Anleitung zu befolgen. Ich sagte nämlich meinem Herrn, die Hilfe des Rotfuchses werde genügen. Ich wusste, dass er eine zärtliche Zuneigung zu mir hegte. Mein erstes Geschäft in seiner Gesellschaft bestand darin, dass ich an den Teil der Küste ging, wo mich meine rebellische Schiffsmannschaft hatte an Land setzen lassen. Ich bestieg eine Höhe, sah nach allen Seiten auf das Meer hinaus und glaubte im Nordosten eine kleine Insel zu bemerken. Ich nahm mein Taschenfernrohr zur Hand und konnte sie nun in der Entfernung von 5 Meilen, wie ich schätzte, deutlich erkennen. Der Rotfuchs freilich hielt die Insel nur für eine blaue Wolke, denn er konnte sich nicht vorstellen, dass es außer dem seinigen noch ein Land gäbe, und deshalb war er nicht so geübt, entfernte Gegenstände auf der See zu unterscheiden wie wir, die wir auf diesem Element zu Hause sind. Als ich die Insel entdeckt hatte, überlegte ich nicht weiter, sondern beschloss, sie sollte der erste Ort meiner Verbannung sein. Das Weitere mochte dem Schicksal überlassen bleiben. Ich kehrte nach Hause zurück, und nachdem ich eine Beratung mit dem Rotfuchs gehalten hatte, gingen wir beide in ein nicht weit von unserem Haus entferntes Gebüsch, wo ich mit meinem Messer und er mit einem scharfen Feuerstein, der nach Landessitte sehr geschickt an einem hölzernen Griff befestigt war, mehrere Zweige von der Dicke eines Spazierstocks und einige stärkere Äste abschnitt. Ich will jedoch den Leser nicht mit einer zu eingehenden Beschreibung meines Vorgehens langweilen. Es genüge die Bemerkung, dass ich im Verlauf von 6 Wochen mit Hilfe des Hengstes, der den mühevollsten Teil der Arbeit verrichtete, eine Art indianisches Kanu baute, nur bei weitem größer. Ich bekleidete es mit Yahoo-Häuten, die ich mit selbst verfertigten Hanffäden gut zusammengenäht hatte. Mein Segel bestand ebenfalls aus der Haut dieses Tieres. Ich verwendete dazu jedoch die Häute der jüngsten, die ich bekommen konnte, denn die der älteren waren viel zu rau und dick. Auch versah ich mich mit 4 Rudern, legte in das Kanu einen Vorrat gekochten Fleisches von Kaninchen und Vögeln, sowie 2 Gefäße, eines voll Milch und das andere voll Wasser. Ich probierte mein Kanu auf einem großen Teich nahe beim Haus meines Herrn und beseitigte dann die Mängel, die ich bemerkte, indem ich alle Ritzen mit Yahoo-Talg verstopfte, bis das Fahrzeug dicht war und imstande, mich und meine Fracht zu tragen. Und als es so vollkommen war, wie ich es nur machen konnte, ließ ich es von Yahoos unter der Aufsicht des Rotfuchses und eines anderen Bedienten auf einem Wagen vorsichtig zum Ufer ziehen. Als alles bereit und der Tag meiner Abreise angebrochen war, nahm ich von meinem Herrn, seiner Gemahlin und der ganzen Familie Abschied. Meine Augen schwammen in Tränen und mein Herz war krank vor Kummer. Seine Gnaden beschloss jedoch, teils aus Neugier, teils aus Güte gegen mich, wenn ich dieses Wort ohne Eitelkeit gebrauchen darf, mich in meinem Kanu abfahren zu sehen und nahm mehrere andere seiner Freunde aus der Nachbarschaft mit. Ich musste über 1 Stunde auf die Flut warten, und als ich dann bemerkte, dass der Wind für meine Fahrt nach der Insel günstig stand, nahm ich zum 2. Male Abschied von meinem Herrn. Doch als ich mich niederwerfen wollte, um seinen Huf zu küssen, erwies er mir die Ehre, ihn sanft an meinen Mund zu heben. Ich weiß sehr wohl, dass man mich wegen der Erwähnung dieses letzten Umstandes sehr getadelt hat.
Verleumder haben es für unwahrscheinlich gehalten, dass sich eine so erlauchte Person herablassen sollte, einem so tief unter ihr stehenden Geschöpf eine so hohe Auszeichnung zuteilwerden zu lassen. Auch habe ich nicht vergessen, wie gern einige Reisende sich der außerordentlichen Gunstbezeigungen rühmen, die sie erhalten haben. Wären aber diese Verleumder mit dem edlen und höflichen Charakter der Wynnums besser bekannt, so würden sie bald ihre Meinung ändern. Ich grüßte die übrigen Wynnums in der Gesellschaft seiner Gnaden in gebührlicher Weise, stieg in mein Kanu und stieß ab. Ich begann diese verzweifelte Reise am 15. Februar 1715 um 9 Uhr morgens. Der Wind war sehr günstig. Zuerst machte ich nur von meinen Rudern Gebrauch. Da ich jedoch bedachte, dass ich bald müde sein würde und dass der Wind umschlagen könnte, wagte ich, mein kleines Segel zu setzen. Und so kam ich mit Hilfe der Flut mit einer Geschwindigkeit von 1,5 Meilen in der Stunde vorwärts. Mein Herr und seine Freunde blieben am Ufer, bis ich fast außer Sicht war, und ich hörte, wie der Rotfuchs, der mich immer geliebt hatte, mir mehrere Male zurief: »Nui elanya, maya yahu!« Das heißt, gib auf dich acht, zarter Yahu. Mein Plan war, falls möglich, eine kleine unbewohnte Insel zu entdecken, die aber genügen würde, mich bei einiger Arbeit mit dem zum Leben Notwendigsten zu versehen. Das hätte ich für ein größeres Glück gehalten, als wenn ich Premierminister am ersten europäischen Hof geworden wäre. So furchtbar war mir der Gedanke, in die Gesellschaft und unter die Regierung von Yahus zurückzukehren. In solcher Einsamkeit, wie ich sie mir wünschte, konnte ich doch wenigstens meinen Gedanken nachhängen und mit Entzücken an die Tugenden der unnachahmlichen Wynnums denken, ohne Gelegenheit zu haben, wieder in die Laster und Verderbtheiten meines Geschlechts zurückzufallen. Der Leser wird sich an meine frühere Erzählung erinnern, als ich nach der Verschwörung meiner Schiffsmannschaft und während meiner Gefangenschaft mehrere Wochen lang in der Kajüte eingesperrt war, ohne die Richtung, die wir eingeschlagen hatten, zu kennen, wie mir die Matrosen, als ich in das Beiboot gebracht wurde, mit wahren oder falschen Eiden versicherten, sie wüssten nicht, in welchem Teil der Welt wir wären. Ich glaubte damals, wir befänden uns etwa 10 Grad südlich vom Kap der Guten Hoffnung oder ungefähr 45 Grad südlicher Breite, wie ich aus einigen Worten, die ich zufällig hörte, schloss und die mir, wie ich glaubte, andeuteten, dass sie von Südosten her nach Madagaskar steuerten. Obgleich mir diese Worte nur eine Vermutung an die Hand gaben, so beschloss ich doch, östlich zu steuern, denn ich hoffte, die Südwestküste von Neuholland oder vielleicht westwärts davon eine Insel zu erreichen, wie ich sie mir wünschte. Der Wind kam direkt aus Westen, und um 6 Uhr abends war ich nach meiner Schätzung wenigstens 18 Seemeilen nach Osten gesegelt, als ich eine kleine, ungefähr 1 Seemeile weit entfernte Insel entdeckte, die ich dann auch bald erreichte. Sie bestand nur aus einem Felsen, in den die Gewalt der Stürme eine natürliche Bucht geschlagen hatte. Hier brachte ich mein Kanu in Sicherheit, bestieg einen Teil des Felsens und konnte im Osten deutlich Land entdecken, das sich von Süden nach Norden erstreckte. Die ganze Nacht hindurch blieb ich in meinem Kanu liegen. Ich setzte meine Reise früh am Morgen fort und erreichte nach 7 Stunden die südöstliche Spitze von Neuholland. Alles bestätigte die schon früher von mir gehegte Meinung, dass die geografischen Karten dieses Land wenigstens um 3 Grad zu weit nach Osten verlegen. Das habe ich bereits vor mehreren Jahren meinem würdigen Freund Hermann Moll mitgeteilt, und ich habe ihm auch meine Gründe gesagt. Er hat es jedoch vorgezogen, anderen Autoren zu folgen. Ich sah an der Stelle, wo ich landete, keine Einwohner. Da ich unbewaffnet war, wagte ich nicht, zu tief in das Land einzudringen. An der Küste fand ich einige Schaltiere, die ich roh aß, denn ich wollte kein Feuer anzünden, aus Furcht, von den Eingeborenen entdeckt zu werden. So lebte ich 3 Tage lang von Austern und Napfschnecken, um meine Lebensmittel zu sparen. Glücklicherweise entdeckte ich auch einen Bach mit ausgezeichnetem Wasser, das mir große Erleichterung gewährte. Als ich mich am 4. Tag früh morgens ein wenig zu weit in das Innere wagte, erblickte ich ungefähr 20 bis 30 Einwohner auf einer keine 500 Ellen von mir entfernten Höhe. Sie waren splitternackt und saßen alle, Männer, Weiber und Kinder, um ein Feuer,
wie ich am Rauch erkennen konnte. Einer dieser Wilden bemerkte mich und alarmierte die anderen, worauf 5 Männer auf mich zugingen und die Weiber und Kinder beim Feuer ließen. Ich lief so schnell wie möglich zum Ufer zurück, bestieg mein Kanu und stieß ab. Als die Wilden mich fliehen sahen, liefen sie hinter mir her, und bevor ich weit genug in die See gekommen war, schoss einer von ihnen einen Pfeil nach mir, der mich tief an der linken Kniekehle verwundete. Ich werde die Narbe mit ins Grab nehmen. Da ich besorgte, der Pfeil könne vergiftet sein, bemühte ich mich, als ich aus dem Bereich der Wilden weggerudert war, an diesem Tag herrschte Windstille, die Wunde auszusaugen und sie dann so gut wie möglich zu verbinden. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, denn ich wagte nicht, an denselben Landungsplatz zurückzukehren. So steuerte ich nordwärts. Es erhob sich ein sanfter Wind, der aber aus Nordwest wehte, mir also entgegenkam. Ich wurde dadurch zum Rudern genötigt. Als ich mich nun nach einem sicheren Landungsplatz umsah, bemerkte ich in Nord-Nordost ein Segel, das mit jeder Minute deutlicher sichtbar wurde. Ich bedachte lange, ob ich es erwarten sollte oder nicht. Zuletzt behielt jedoch mein Abscheu vor dem Yahoo-Geschlecht die Oberhand. Ich wendete mein Kanu, segelte und ruderte südwärts, bis ich dieselbe Bucht erreichte, von wo ich am Morgen ausgefahren war. Denn ich zog es vor, lieber bei diesen Barbaren als bei den europäischen Yahoos zu wohnen. Ich zog mein Kanu so weit wie möglich auf das Land und versteckte mich hinter einem Stein bei einem kleinen Bach, der, wie schon gesagt, ein ausgezeichnetes Wasser enthielt. Das Schiff kam bis auf eine halbe Meile an diese Bucht und sandte sein Beiboot mit Fässern aus, um frisches Wasser einzunehmen. Wie es scheint, war der Ort Seefahrern schon allgemein bekannt. Ich bemerkte das aber erst, als das Boot das Ufer beinahe erreicht hatte, und so war es mir unmöglich, ein anderes Versteck aufzusuchen. Die Matrosen entdeckten bei ihrer Landung mein Kanu, durchsuchten es gründlich und schlossen daraus, der Eigentümer müsse in der Nähe sein. 4 von ihnen, wohl bewaffnet, blickten in jeden Spalt und in jedes Loch, bis sie mich schließlich hinter einem Stein, flach auf dem Gesicht liegend, fanden. Eine Zeit lang betrachteten sie mit Erstaunen meine sonderbare und grobe Kleidung, meinen Rock aus Häuten, meine Schuhe mit hölzernen Sohlen und meine Strümpfe aus Pelzwerk. Daraus schlossen sie jedoch sofort, ich könne kein Eingeborener sein, da diese alle nackt gehen. Ein Matrose befahl mir, endlich in portugiesischer Sprache aufzustehen und zu sagen, wer ich sei. Ich verstand das Portugiesische sehr gut, stand auf und sagte, ich sei ein armer, von den Winnems verstoßener Yahoo und bitte nur, dass man mich gütigst ziehen lasse. Sie wunderten sich, dass ich in ihrer eigenen Sprache Antwort gab und sahen an meiner Gesichtsfarbe, ich müsse ein Europäer sein. Sie konnten aber nicht begreifen, was ich mit Yahoos und Winnems meinte, und brachen zugleich über meine sonderbare Redeweise, die dem Wiehern eines Pferdes glich, in lautes Gelächter aus. Ich zitterte vor Furcht und Hass und bat sie aufs Neue, mich ziehen zu lassen, indem ich mich langsam meinem Kanu näherte. Die Matrosen packten mich jedoch an der Brust und fragten mich, aus welchem Land ich sei und woher ich käme. Außerdem wurden mir noch viele andere Fragen vorgelegt. Ich erwiderte, ich sei in England geboren und hätte mein Vaterland vor ungefähr 5 Jahren verlassen. Damals habe Frieden zwischen England und Portugal geherrscht. Ich hoffte deshalb, dass man mich nicht als Feind behandeln werde. Ich beabsichtigte durchaus nicht, ihnen irgendeinen Schaden zuzufügen. Ich sei nur ein armer Yahoo, der irgendeinen einsamen Ort suche, um dort den Rest seines unglücklichen Lebens zu verbringen. Als sie miteinander zu sprechen begannen, glaubte ich, nie etwas Unnatürlicheres gehört oder gesehen zu haben. Es schien mir ebenso ungeheuerlich, wie wenn in England ein Hund oder eine Kuh und im Land der Winnems ein Yahoo zu sprechen begonnen hätte. Die ehrlichen Portugiesen waren nicht minder erstaunt über meine sonderbare Kleidung und die Aussprache meiner Worte, die sie aber gut verstanden. Sie redeten sehr menschenfreundlich auf mich ein und sagten, der Kapitän werde mich gewiss umsonst nach Lissabon bringen, von wo ich in mein Vaterland zurückkehren könne. 2 Matrosen würden zum Schiff zurückkehren, den Kapitän von dem, was sie gesehen hätten, benachrichtigen und sich seine Befehle holen. Mittlerweile würden sie mich mit Gewalt festhalten, wenn ich nicht einen feierlichen Eid leistete, nicht zu fliehen. Sie waren sehr neugierig, meine Geschichte zu erfahren. Ich gab ihnen jedoch nur eine wenig befriedigende Auskunft, und sie glaubten, mein Unglück habe mir den Verstand verwirrt.
Nach 2 Stunden kehrte das Boot, das mit Wasserfässern abgefahren war, mit dem Befehl des Kapitäns zurück, mich an Bord zu bringen. Ich flehte auf Knien, mir die Freiheit zu lassen, allein alles war vergeblich. Die Männer banden mich mit Stricken und hoben mich in das Boot, von wo ich in das Schiff und dann in die Kajüte des Kapitäns gebracht wurde. Er hieß Pedro de Mendez und war ein sehr höflicher und großmütiger Mann. Er bat mich, ihm einen Bericht über mich zu geben und wünschte zu wissen, was ich essen und trinken wolle. Ich solle ebenso gut bedient werden wie er selbst. Zugleich sagte er mir so viele Verbindlichkeiten, dass ich mich wunderte, bei einem Yahu so viel Höflichkeit zu finden. Ich blieb jedoch schweigsam und finster. Sein Geruch, wie auch der seiner Leute, brachte mich fast einer Ohnmacht nahe. Zuletzt bat ich, man möge mir etwas aus meinem Kanu zu essen bringen. Der Kapitän aber ließ für mich einen Huhn und eine Flasche ausgezeichneten Weines kommen und befahl alsdann, mich in einer sehr sauberen Kajüte zu Bett zu bringen. Ich wollte mich nicht auskleiden, sondern legte mich, wie ich war, auf das Bett. Nach einer halben Stunde, als ich glaubte, die Mannschaft halte ihr Mittagsmahl, stahl ich mich aus meiner Kajüte und schlich mich an die Reling, um ins Meer zu springen und lieber um mein Leben zu schwimmen, als weiter unter Yahus zu leben. Ein Matrose hinderte mich aber an der Ausführung meines Vorhabens und erstattete dem Kapitän Bericht. Daraufhin wurde ich gefesselt in meine Kajüte gebracht. Nach dem Mittagessen kam Don Pedro zu mir und bat mich, ich möge ihm den Grund jener verzweifelten Tat sagen. Er versicherte mir, dass er mir alle ihm möglichen Dienste erweisen wolle und sprach dabei so rührend, dass ich mich zuletzt herabließ, ihn als ein Tier zu behandeln, das eine Spur von Vernunft besitze. Ich gab ihm einen kurzen Bericht von meiner Reise, von der Verschwörung meiner Leute, von dem Land, wo sie mich aussetzten, und von meinem 5-jährigen Aufenthalt dort. Der Kapitän hielt das alles für einen Traum oder ein Hirngespinst, so dass ich außerordentlich zornig wurde, denn ich hatte die Eigenschaft des Lügens, die allen Yahus, wo sie auch wohnen mögen, so eigentümlich ist, durchaus vergessen und folglich ebenso ihre Neigung, die Wahrheit der Aussage von anderen ihres Geschlechtes zu bezweifeln. Ich fragte ihn deshalb, ob es in seinem Vaterland üblich sei, zu sagen, was nicht ist, und versicherte ihm, ich hätte beinahe vergessen, was er unter Unwahrheit verstehe. Auch wenn ich 1000 Jahre im Land der Winnems gelebt hätte, so würde ich doch selbst von dem geringsten Diener nie eine Lüge gehört haben. Es sei mir gleichgültig, ob er mir glaube oder nicht. Als Dank für seine mir erwiesenen Gefälligkeiten wolle ich jedoch der Verderbnis seiner Natur so viel zugestehen, dass ich jeden Einwurf, den er mache, beantworten werde, so dass er die Wahrheit leicht entdecken könne. Der Kapitän, ein verständiger Mann, bemühte sich mehrere Male, mich auf Widersprüchen zu ertappen und begann zuletzt eine bessere Meinung von meiner Wahrheitsliebe zu hegen. Er fügte jedoch hinzu, da ich eine so unverletzliche Anhänglichkeit an die Wahrheit besäße, so müsse ich ihm mein Ehrenwort geben, ihm auf dieser Reise Gesellschaft zu leisten, ohne irgendeinen Versuch gegen mein Leben zu machen. Sonst werde er mich gefangen halten, bis wir nach Lissabon kämen. Ich gab ihm das verlangte Versprechen, zugleich aber auch die Versicherung, ich wolle lieber die größten Leiden ertragen, als je unter die Yahus zurückzukehren. Unsere Reise verging ohne bemerkenswerten Zwischenfall. Aus Dankbarkeit gegen den Kapitän setzte ich mich bisweilen auf seine ernstlichen Bitten mit ihm zu Tisch und suchte dann meine Abneigung gegen das Menschengeschlecht zu verbergen, obgleich sie oft genug durchbrach. Das schien der Kapitän jedoch nicht zu bemerken. Den größten Teil des Tages aber schloss ich mich in meiner Kajüte ein, um zu vermeiden, irgendjemand von der Schiffsmannschaft zu erblicken. Der Kapitän hatte mich öfter gebeten, meine Kleidung eines Wilden abzulegen und sich erboten, mir seinen besten Anzug zu leihen. Ich ließ mich jedoch nicht bewegen, irgendein Gewand anzulegen, das sich am Körper eines Yahus befunden hatte. Ich bat ihn nur, mir 2 reine Hemden zu leihen, die, wie ich glaubte, mich nicht sehr beschmutzen könnten, da sie, seit er sie getragen, gewaschen worden waren. Diese wechselte ich jeden 2. Tag und pflegte sie auch selbst zu reinigen. Am 5. November 1715 landeten wir in Lissabon. Der Kapitän zwang mich, als wir ausstiegen, seinen Mantel überzuziehen, damit sich der Pöbel nicht um mich sammelte.
Er brachte mich in sein eigenes Haus und gab mir auf meine inständige Bitte das höchste Zimmer im obersten Stockwerk auf der Hinterseite des Gebäudes. Ich beschwor ihn, allen Leuten zu verschweigen, was ich ihm über die Wynnums erzählt hatte, weil die geringste Andeutung über diese Geschichte nicht allein eine Masse Menschen herbeiführen würde, die mich sehen wollten, sondern weil ich dadurch wahrscheinlich auch in Gefahr geriete, verhaftet oder von der Inquisition verbrannt zu werden. Der Kapitän überredete mich, einen neuen Anzug anzulegen. Ich wollte jedoch dem Schneider nicht erlauben, Maß zu nehmen. Da aber Don Pedro zufällig beinahe von gleichem Körperbau war, so passten mir die Kleider. Er versah mich auch mit allen anderen Kleidungsstücken, die ich brauchte. Sie waren alle neu, trotzdem lüftete ich sie noch 24 Stunden, ehe ich sie anlegte. Der Kapitän hatte keine Frau und nicht mehr als drei Bediente, von denen keiner bei Tisch aufwarten durfte. Sein ganzes Benehmen war so liebenswürdig und sein Verstand für einen Menschen so ausgezeichnet, dass ich wirklich anfing, seine Gesellschaft erträglich zu finden. Es gelang ihm sogar, mich zu bewegen, aus dem Hinterfenster zu sehen. Allmählich wurde ich auch in andere Zimmer gebracht, von wo ich einmal auf die Straße blickte, doch fuhr ich sofort erschrocken wieder zurück. Nach einer Woche verleitete mich der Kapitän, bis an die Tür zu gehen. Ich merkte, dass sich meine Angst allmählich verminderte, doch mein Hass und meine Verachtung schienen sich noch zu steigern. Schließlich wagte ich, in seiner Gesellschaft durch die Straßen zu gehen, verstopfte mir aber die Nase gehörig mit Raute und bisweilen mit Tabak. In 10 Tagen überzeugte mich Don Pedro, dem ich einiges über meine häuslichen Angelegenheiten erzählt hatte, dass es für mich eine Ehren- und Gewissenssache sei, in mein Vaterland zurückzukehren und bei Frau und Kindern zu leben. Er sagte mir, ein englisches Schiff liege gerade segelfertig im Hafen und er werde mich mit allem Notwendigen versehen. Es würde langweilig sein, die Gründe, die er anführte, und meine Einwände hier zu wiederholen. Er sagte, es sei rein unmöglich, eine so einsame Insel zu finden, wie ich sie mir als Wohnort wünschte. In meinem eigenen Haus jedoch könne ich bestimmen und so zurückgezogen leben, wie ich nur wolle. Zuletzt gab ich nach, da ich nicht anders konnte. Ich verließ Lissabon am 24. November auf einem englischen Kauffahrteischiff. Wer der Kapitän war, danach habe ich nie gefragt. Don Pedro begleitete mich an Bord und lieh mir 20 Pfund. Er nahm von mir höflich Abschied und umarmte mich bei der Trennung, was ich so gut wie möglich ertrug. Während dieser letzten Reise gab ich mich weder mit dem Kapitän noch mit einem seiner Leute ab, sondern schloss mich in meiner Kajüte ein, indem ich Krankheit vorschützte. Am 5. Dezember 1715, gegen 9 Uhr morgens, warfen wir an den Downs Anker, und um 3 Uhr nachmittags erreichte ich wohlbehalten mein Haus in Redriff. Meine Frau und meine Kinder empfingen mich mit großer Überraschung und Freude, denn sie hatten meinen Tod als sicher angenommen. Ich muss jedoch offen gestehen, ihr Anblick erfüllte mich nur mit Hass, Ekel und Verachtung, und zwar umso mehr, wenn ich daran dachte, wie eng ich mit ihnen verbunden war. Obgleich ich mich seit meiner unglücklichen Verbannung aus dem Land der Wynnums bereits gezwungen hatte, den Anblick der Yahoos zu ertragen und mich mit Don Pedro, dem Mendez, zu unterhalten, so waren meine Vorstellung und meine Erinnerung dennoch fortwährend von den Tugenden und Ideen der erhabenen Wynnums erfüllt. Und als ich gar zu überlegen begann, dass ich durch die Verbindung mit einem Yahoo-Weibchen Vater mehrerer Yahoos geworden war, wurde ich aufs Heftigste von Scham, Verwirrung und Entsetzen ergriffen. So wie ich mein Haus betreten hatte, umarmte mich meine Frau und gab mir einen Kuss. Da ich nun an die Umarmungen eines so verhassten Tieres schon lange nicht mehr gewöhnt war, fiel ich in eine Ohnmacht, die beinahe eine Stunde währte. Seit meiner Rückkehr nach England sind jetzt bereits 5 Jahre verflossen. Im ersten Jahr konnte ich die Gegenwart meiner Frau und meiner Kinder nicht ertragen. Schon ihr bloßer Geruch war mir unausstehlich. Noch weniger konnte ich es leiden, dass sie mit mir in demselben Zimmer aßen. Bis auf diesen Augenblick dürfen sie nicht wagen, mein Brot zu brechen oder mit mir aus demselben Becher zu trinken. Auch konnte ich es nicht ertragen, dass irgendeine Person meiner Familie meine Hand nahm. Das erste Geld, das ich ausgab, verwandte ich auf den Ankauf 2er junger Hengste, die ich in einem guten Stall halte.
Nächst ihnen ist der Stallknecht mein bester Freund, denn ich fühle, wie er meine Lebensgeister durch den Geruch, den er aus dem Stall mitbringt, belebt. Meine Pferde verstehen mich recht gut. Ich unterhalte mich jeden Tag wenigstens 4 Stunden lang mit ihnen. Zaum und Sattel sind ihnen unbekannt, und sie leben in großer Freundschaft mit mir und untereinander. So habe ich dir also, geneigter Leser, eine getreue Geschichte meiner Reisen gegeben, die 16 Jahre und über 7 Monate dauerten. Bei der Beschreibung habe ich weniger auf den Schmuck der Rede als auf Wahrhaftigkeit geachtet. Ich hätte dich vielleicht wie andere auch mit seltsamen und unwahrscheinlichen Geschichten in Erstaunen versetzen können, allein ich habe es vorgezogen, nur die Tatsachen, und zwar in einfachstem Stil darzustellen. Denn mein Hauptzweck war, dich zu unterrichten, nicht aber dich zu amüsieren. Für uns, die wir entfernte Länder bereisen, die von Engländern und anderen Europäern selten besucht werden, ist es leicht, Beschreibungen wunderbarer Land- und Seetiere zu geben. Das Hauptziel eines Reisenden sollte indes sein, durch seine Berichte über fremde Gegenden die Menschen besser und klüger zu machen und ihren Verstand durch schlechte und gute Beispiele zu vervollkommnen. Ich wünschte sehr, das Parlament erließe ein Gesetz, wonach jeder Reisende, bevor er seine Berichte herausgibt, dem Lord Kanzler einen feierlichen Eid schwören müsste, nur das drucken zu lassen, was er nach bestem Wissen und Gewissen für unbedingt wahr halte. Dann würde die Welt nicht länger betrogen werden, wie sie gewöhnlich betrogen wird, weil gewisse Schriftsteller, damit ihre Bücher vom Publikum leichter gelesen werden, dem arglosen Leser die größten Unwahrheiten aufbinden. Ich habe in meiner Jugend mehrere Reisebeschreibungen mit dem größten Vergnügen gelesen. Da ich aber seitdem die meisten Gegenden des Erdkreises bereist habe und so imstande bin, viele fabelhafte Berichte aus eigener Beobachtung zu widerlegen, so habe ich einen heftigen Abscheu gegen diese Lektüre erlangt, und ich ärgere mich, wenn die Leichtgläubigkeit des Menschengeschlechtes so schamlos missbraucht wird. Da nun meine Bekannten die Güte hatten zu glauben, meine unbedeutenden Bemühungen würden in meiner Heimat nicht übel aufgenommen werden, so stelle ich für mich als Grundsatz auf, nie von der Wahrheit abzuweichen und mich mit aller Strenge daran zu halten. Und in der Tat habe ich nicht die geringste Versuchung zum Lügen zu befürchten, solange ich die Lehren und das Beispiel meines edlen Herrn und der erlauchten Winnems vor Augen habe, deren Schüler zu sein ich so lange die Ehre hatte. Nexi miserum fortuna sinonem finxit, vanum etiam medacemque improba finget. Ich weiß sehr wohl, wie wenig Ruhm durch Schriften zu gewinnen ist, die weder Genie noch Gelehrsamkeit noch überhaupt irgendwelche Talente, sondern nur ein gutes Gedächtnis und ein genaues Tagebuch erfordern. Ich weiß ferner, dass Reisebeschreiber, wie die Verfasser von Wörterbüchern, durch das Gewicht und die Masse derer, die zuletzt kommen und deshalb oben liegen, in Vergessenheit geraten. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass Reisende, die später die von mir beschriebenen Länder besuchen, Irrtümer entdecken werden, wenn solche vorhanden sind, und dass sie neue Entdeckungen hinzufügen, mich aus der Mode bringen und meine Stelle einnehmen werden, so dass die Welt vergessen wird, dass ich jemals ein Schriftsteller gewesen bin. Das würde mir in der Tat eine allzu große Kränkung bereiten, wenn ich das Ruhmes wegen geschrieben hätte. Da ich jedoch ausschließlich das allgemeine Wohl im Auge hatte, so kann ich durchaus nicht enttäuscht werden. Wer wird meine Berichte von den ruhmwürdigen Winnems lesen können, ohne sich seiner eigenen Laster zu schämen, wenn er sich als das vernünftige und herrschende Tier seines Vaterlandes betrachtet? Ich will nichts über jene fernen Länder sagen, wo Yahus die Regierung führen. Von diesen sind die Brobdingnagianer gewiss am wenigsten verdorben, und es würde uns zum Glück gereichen, wenn wir ihre weisen Grundsätze der Moral und der Staatsführung beobachteten. Ich enthalte mich jedoch weiterer Ausführungen und überlasse dem verständigen Leser seinen eigenen Betrachtungen und Schlussfolgerungen. Es ist mir sehr angenehm, dass dieses Werk wahrscheinlich keine Tadler finden wird. Denn welche Vorwürfe können einem Schriftsteller gemacht werden, der nur einfache Tatsachen erzählt, die sich in entfernten Ländern zutrugen, an denen wir nicht das geringste wirtschaftliche oder diplomatische Interesse haben? Ich habe sorgfältig jeden Fehler vermieden, den man Reisebeschreibern oft mit nur zu viel Recht vorwirft.
Außerdem lasse ich mich durchaus in keine Parteistreitigkeiten ein und schreibe ohne Leidenschaft, Vorurteil oder Böswilligkeit gegen irgendeinen Menschen oder gegen irgendeine Gruppe von Menschen. Ich schreibe zu dem edelsten Zweck, nämlich um das Menschengeschlecht zu belehren und zu unterrichten. Auch kann ich, ohne die Regeln der Bescheidenheit zu verletzen, mit aller Dreistigkeit behaupten, dass ich diesem überlegen bin, denn ich habe den anderen durch meinen langjährigen Verkehr mit den vollendeten Winnems mancherlei voraus. Ich schreibe ohne jedes Streben nach Ruhm oder Gewinn. Ich habe mir nie erlaubt, ein Wort durchgehen zu lassen, das auch nur im geringsten nach Tadel oder Beleidigung aussehen könnte. Selbst die empfindlichsten Leute werden nichts dergleichen finden. So hoffe ich, dass ich mich mit Recht einen völlig untadeligen Schriftsteller nennen kann und dass das Rudel der Erwiderer, Anmerker, Kritiker, Beobachter und Enthüller niemals Gelegenheit finden wird, seine Talente an mir zu üben. Ich muss jedoch gestehen, dass mir folgender Wink gegeben wurde. Als Untertan von England sei ich verpflichtet gewesen, gleich nach meiner Rückkehr einem Staatssekretär eine Denkschrift zu überreichen, denn jedes von einem Untertan entdeckte Land gehöre der Krone. Ich zweifle jedoch, ob die Eroberung der von mir entdeckten Länder so leicht sein würde, wie die der nackten Amerikaner durch Fernando Cortés. Die Lilliputaner sind, wie ich glaube, kaum die Kosten einer Flotte und einer Armee wert, die man zu ihrer Niederwerfung entsenden müsste. Es ist ferner eine große Frage, ob ein Angriff auf die Brobdingnagianer klug oder geraten wäre, oder ob ein englisches Heer sich sehr wohl fühlen würde, wenn die fliegende Insel über seinen Häuptern schwebte. Die Winnems freilich scheinen nicht so gut für einen Krieg vorbereitet zu sein, da sie in dieser Wissenschaft völlig unerfahren sind und besonders in der Abwehr von Wurfgeschossen. Angenommen, ich sei Staatsminister, so würde ich jedoch niemals den Rat geben, einen Einfall in ihr Land zu unternehmen. Ihre Klugheit, Einmütigkeit und Furchtlosigkeit sowie ihre Vaterlandsliebe würden alle Mängel in der Kriegskunst leicht ersetzen. Man stelle sich 20.000 Winnems vor, die mitten in eine europäische Armee sprengen, ihre Reihen verwirren, die Wagen umstürzen und die Gesichter der Soldaten durch furchtbare Hiebe mit den Hinterhufen zu Brei schlagen. Sie würden sicher verdienen, was man von Augustus gesagt hat. Recalcitrat undique tutus. Anstatt eine Unterwerfung dieser großmütigen Nation vorzuschlagen, wünschte ich vielmehr, sie wäre imstande oder geneigt, eine genügende Anzahl ihrer Einwohner zu uns herüberzuschicken, um Europa zu zivilisieren, indem sie uns die Grundsätze der Ehre, Wahrheit, Gerechtigkeit, Mäßigkeit, Vaterlandsliebe, Tapferkeit, Keuschheit, Freundschaft, des Wohlwollens und der Treue lehrten. Die Namen aller dieser Tugenden finden sich noch in den meisten unserer Sprachen und kommen bei älteren sowie neueren Schriftstellern häufig vor. Eine Behauptung, die ich aufgrund meiner eigenen bescheidenen Belesenheit aufzustellen wage. Außerdem hatte ich jedoch noch einen anderen Grund für meine Abneigung, die Besitzungen seiner Majestät durch meine Entdeckungen zu vergrößern. Um die Wahrheit zu gestehen, so fühlte ich einige Gewissensbisse wegen der Gerechtigkeit, mit der Fürsten bei diesen Gelegenheiten verfahren. Zum Beispiel, eine Seeräubermannschaft wird durch einen Sturm in eine unbekannte Gegend verschlagen. Schließlich entdeckt ein Schiffsjunge vom Hauptmast aus Land. Die Seeräuber gehen an Land, um zu rauben und zu plündern. Sie sehen ein harmloses Volk und werden freundlich bewirtet. Alsdann geben sie dem Land einen neuen Namen, nehmen davon förmlich Besitz für ihren König, stellen ein verfaultes Brett oder einen Stein zum Gedenken auf, ermorden 2-3 Dutzend Einwohner, nehmen ein paar andere als Muster gewaltsam mit, kehren nach Hause zurück und erlangen Vergebung. So entsteht ein neues Kolonialreich, das im Namen des göttlichen Rechts erworben wurde. Bei der ersten Gelegenheit werden Schiffe dorthin gesandt, die Eingeborenen vertrieben oder vernichtet, ihre Fürsten gefoltert, damit sie ihre Goldvorräte entdecken. Es wird völlige Straflosigkeit für alle Handlungen der Unmenschlichkeit und Begierde gewährt, so dass die Erde von dem Blut der Eingeborenen dampft. Und diese verabscheuungswürdige Schlechterbande, die zu einer so frommen Expedition ausgeschickt wurde, stellt eine moderne, zur Bekehrung und Zivilisierung eines barbarischen und heidnischen Volkes errichtete Kolonie dar. Diese Beschreibung trifft jedoch, wie ich gestehen muss, durchaus nicht auf die britische Nation zu, die wegen ihrer Weisheit, Sorgfalt und Gerechtigkeit bei der Gründung von Kolonien der ganzen Welt zum Vorbild dienen kann, die freigebig große Summen für die Förderung von Religion und Wissenschaft stiftet
die fromme und fähige Hirten zur Verbreitung des Christentums auswählt, die mit Sorgfalt darauf bedacht ist, ihre Kolonien nur mit nüchternen und verständigen Leuten aus dem Mutterland zu bevölkern, die sich durch strenge Beachtung der Gerechtigkeit, durch Ernennung der fähigsten, der Bestechung unzugänglichen Beamten und endlich durch die Entsendung der wachsamsten und tugendhaftesten Gouverneure, die nichts anderes im Auge haben als das Glück des Volkes, über das sie regieren, und die Ehre ihres Herrn, des Königs, im höchsten Grad auszeichnet. Da jedoch die Eingeborenen, die ich beschrieben habe, durchaus nicht wünschen, erobert und unterworfen oder durch Kolonisten ermordet und vertrieben zu werden, da sie auch keinen Überfluss an Gold, Silber, Zucker und Tabak besitzen, so hegte ich die demütige Meinung, sie seien durchaus kein passender Gegenstand für unseren Eifer, unsere Tapferkeit und unser Interesse. Wenn aber diejenigen, deren Geschäft es ist, sich um diese Sache zu kümmern, es für richtig finden sollten, anderer Meinung zu sein, so bin ich bereit, sobald ich gesetzlich aufgefordert werde, mein Zeugnis abzulegen, dass kein Europäer vor mir diese Länder betreten hat. Das heißt, wenn man den Eingeborenen glauben kann. Die Förmlichkeit jedoch, im Namen meines Fürsten von dem Land Besitz zu ergreifen, ist mir niemals eingefallen. Aber wäre das auch der Fall gewesen, so hätte ich in Anbetracht des damaligen Standes meiner Angelegenheiten wahrscheinlich aus Klugheit und Selbsterhaltung die Sache auf eine gelegenere Zeit verschoben. Nachdem ich so den einzigen Einwand, der gegen mich als Reisenden erhoben werden kann, entkräftet habe, nehme ich hiermit zum letzten Mal Abschied von all meinen liebenswürdigen Lesern und kehre zu meinen Betrachtungen in meinem kleinen Garten in Redriff zurück. Ich werde jetzt die ausgezeichneten Tugendlehren, die ich bei den Winnems erlernt habe, anwenden und die Yahoos meiner eigenen Familie, soweit ich sie gelehrig genug finde, darin unterrichten, mein Gesicht oft im Spiegel betrachten und, wenn möglich, mich so allmählich daran gewöhnen, den Anblick menschlicher Geschöpfe zu ertragen. Ich werde die tierische Natur der Winnems in meinem Vaterland beklagen, allein ich werde sie um meines edlen Herrn, seiner Familie, seiner Freunde und des ganzen Winnem-Geschlechtes willen stets mit großer Rücksicht behandeln, denn sie gleichen diesem in allen ihren Zügen, wie sehr auch ihr Verstand entartet ist. Ich habe in der vergangenen Woche meiner Frau zum ersten Mal wieder erlaubt, mit mir zu essen. Sie musste aber am äußeren Ende eines langen Tisches sitzen und die ihr vorgelegten Fragen mit aller Kürze beantworten. Da mich jedoch der Geruch eines Yahoos noch immer belästigt, verstopfe ich mir stets die Nase mit Raute, Lavendel oder Tabak. Obgleich es einem Mann in vorgerückten Jahren sehr schwer fällt, alte Gewohnheiten abzulegen, so hege ich doch noch die Hoffnung, dass ich in einiger Zeit einen Yahoo-Nachbarn in meiner Gesellschaft dulden kann, ohne, wie es jetzt noch der Fall ist, mich vor seinen Zähnen und Krallen fürchten zu müssen. Meine Wiederaussöhnung mit dem Geschlecht der Yahoos im Allgemeinen würde vielleicht nicht so schwierig sein, wenn sie sich nur mit jenen Lastern und Torheiten zufrieden geben wollten, auf die ihnen die Natur ein Recht verliehen hat. Ich ärgere mich nicht im geringsten beim Anblick eines Rechtsanwalts, Taschendiebs, Obersten, Narren, Lords, Spielers, Politikers, Kupplers, Arztes, Advokaten, Verräters, Verführers zum falschen Zeugnis und so weiter. Alle diese Erscheinungen liegen in der Natur der Dinge. Sehe ich aber eine Masse von Hässlichkeit und Krankheit sowohl des Körpers als der Seele sich vor Hochmut blähen, so ist meine Geduld sogleich zu Ende. Auch kann ich nicht begreifen, wie solch ein Laster und solch ein Tier zusammenpassen können. Die weisen und tugendhaften Winnems, die so reich sind an allen ausgezeichneten Eigenschaften, die ein vernünftiges Geschöpf nur schmücken können, besitzen in ihrer Sprache keinen Namen für dieses Laster. Sie haben ohnehin keine Ausdrücke, die etwas Böses bezeichnen, mit Ausnahme dessen, was sie an den verabscheuungswürdigen Yahoos bemerken. Das Laster des Hochmuts vermögen sie aber bei ihnen nicht ausfindig zu machen, weil sie die menschliche Natur, wie sie sich in den Ländern zeigt, wo der Yahoo herrscht, nicht kennen. Ich jedoch, der ich mehr Erfahrung hatte, konnte deutlich einige Elemente des Hochmuts bei den wilden Yahoos bemerken. Die Winnems, die unter der Herrschaft der Vernunft leben, sind nicht stolzer auf ihre guten Eigenschaften als ich zum Beispiel darauf, dass mir weder ein Arm noch ein Bein fehlt. Niemand wird sich dessen rühmen, solange er nicht verrückt ist, obgleich der Mangel jener Glieder ihn unglücklich machen würde.
Ich verweile so lange bei diesem Gegenstand, weil ich die Gesellschaft eines englischen Yahoos auf jeden Fall nicht ganz unerträglich machen will. Deshalb bitte ich hier alle, die auch nur eine Spur dieses widersinnigen Lasters besitzen, mir nie mehr unter die Augen zu kommen.